Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bausimulator. Ich bin jetzt schon mal mit der Spezialfracht mit dem neuen Container für das Containerhotel schon mal zum Hotel gefahren, beziehungsweise habe die Schnellreise hergemacht, fahre jetzt die letzten Meter noch zu einem guten Standort, damit wir das mit dem Kran dann abladen können. Und ja, unser Containerhotel ist schon gut in die Höhe geschossen, wie man sieht. Bin mal gespannt aufs Endergebnis. Kann es mir halt immer noch nicht so ganz vorstellen, wie das am Ende wirklich wird, aber das werden wir jetzt gleich dann wahrscheinlich sehen. Ich denke mal nicht, dass wir noch mehr Container abholen müssen. Wir hatten ja leider in der letzten Folge so ein paar Probleme mit dem Container verladen. Hat aber ja dann doch gegen Ende noch geklappt. Hat schon gedacht, ich muss diese Aufgabe überspringen, aber es ging ja dann doch irgendwie weiter. Ja, ich denke mal, in dieser Folge werden wir wahrscheinlich fertig werden mit dem Containerhotel, denke ich mal. So viel ist eigentlich gar nicht mehr zu tun. Wir haben aber erst 63%, was mich so ein bisschen stutzig da sein lässt. Aber eigentlich ist es ja jetzt nur noch Container platziert. Ich denke aber nicht, dass mich das Spiel jetzt da 30 Container platzieren lässt. Deswegen, ja, ich lasse mich einfach mal überraschen. Ich bin froh, dass der Turmdrehkran den Container anheben kann. Wäre jetzt wieder ärgerlich geworden, wenn ich da extra den Mobilkran hätte holen müssen. Ja, wie rum kommt denn der Container dahin? Bestimmt mit der Fensterscheibe Richtung Meer. Wir drehen das Ganze einfach mal so ein bisschen. So. Dann lassen wir die ganze Sache hier mal ab. Wobei, da liegt noch ein Paket Stahlbauteile oder so. Also irgendwas kommt dann doch noch wahrscheinlich. So. Okay. Okay, okay. Also über die Containerschicht kommt also nochmal eine Betondecke. Das ist gut zu wissen. Wir sollen jetzt auf jeden Fall mal hochgehen auf die Baustelle. Ja, gibt es da keinen gescheiten Aufgang mit Treppen? Oder muss man da jetzt wirklich über das Gerüst gehen? Oder? Fragen über Fragen. Doch, hier ist eine Treppe. Alles klar. Ja, man baut also jetzt hier die Container hin. Und da kommt dann eine Betondecke drauf. Das ist gut zu wissen. Ja, wollte gerade sagen, eigentlich muss ich doch das Paket auch auspacken. Ja, da geht's. Hab gerade gedacht, wir haben schon wieder einen Fehler, aber zum Glück nicht. Okay. Da kommt jetzt so ein Stahlgerüst. Das weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Das sieht ja nicht schön aus. Das sieht ja gerade echt nicht schön aus. Warum kommt da so ein Stahlgestell noch drüber? Das sieht doch wirklich nicht schön aus. Machst du Luftbreakdance oder? Super, zurückgesetzt worden. Ah. Also irgendwie jetzt seit dem Ende der letzten Folge ist so ein bisschen der Wurm drin. So, wir sollen jetzt da den Bereich räumen. Seit dem Ende der letzten Folge ist ein bisschen der Wurm drin. Ich hätte das Spiel vielleicht doch mal neu starten sollen. Wollte ich mir aber eigentlich ersparen. Naja, wir werden uns schon irgendwie durchkämpfen. Und ich meine, dass wir jetzt da bei der Treppe zurückgesetzt wurden, das hat nichts mit Spielneustart zu tun, das wäre da genauso passiert. Wir sind da einfach in die Wand ein bisschen reingeklitscht und dadurch kam es zu dem Fehler. Beziehungsweise in die Treppe reingeklitscht. Okay, da sind die letzten Container, die sollen jetzt, was heißt die letzten Container, da kommen wahrscheinlich noch ein paar mehr. Sollen jetzt auch platziert werden, dreimal Container groß, einmal Container klein. Ja, und dann kommt wahrscheinlich wieder eine Schicht Beton. Vielleicht müssen wir da nochmal betonieren, ist natürlich dann perfekt, dass ich gerade die Fahrzeuge da weggefahren habe. Das sehen wir aber dann. Aber ich weiß nicht, dieses Stahlgestell da vorne. Muss das sein? Ich meine, klar, man muss auch irgendwie da reinkommen in die Container, aber man hat doch theoretisch den Aufzugsschacht direkt daneben und naja, wenn jedes Zimmer ein einzelner Container ist, ja klar, dann brauchst du irgendwie einen Weg in die mittleren Container rein, aber hätte man das nicht anders lösen können? Ich weiß ja nicht. Aber das Gute ist, das Stahlgestell ist anscheinend nur vorne dran, hinten die Sicht zum Meer ist ohne Gitter. Das ist ja schon mal gut, ist ja schon mal recht von Vorteil. Also man hätte es noch schlimmer machen können.
So, den Container müsste man theoretisch drehen, habe ich aber jetzt gerade keine Lust drauf, weil der dreht sich so extrem langsam. Müsste auch so akzeptiert werden, ja. Spiel dreht es dann automatisch. Und der nächste Container. Dann haben wir noch den kleinen. So, Nummer 1. Beziehungsweise Nummer 3 war das jetzt schon. Nummer 1 in klein kommt jetzt. So, einmal dranhängen. Ja, den können wir jetzt eh nicht da rein friemeln. Das geht wieder spieltechnisch wahrscheinlich nicht. Ich mache gerade eh damit die Abrissbirne. So, müssen wir jetzt ein bisschen um die Wand drücken. Zwar nicht so hart, wie ich es gerade hier mache, aber ein bisschen dran drücken müssen wir den. Aber da ich jetzt schon einmal an der Wand dran war, bleibt er wahrscheinlich schräg hängen. Ja, ist nicht so ganz die perfekte Position, wie er gerade da hängt. Aber wie gesagt, der rutscht da eh nicht rein. Den können wir auch drehen, wenn wir wollen, der würde nicht reinrutschen. So wird wieder automatisch betoniert. Wir sollen wieder Baumaterialien auspacken, wieder ein Stockwerk höher gehen. Ist auf jeden Fall ein interessantes Hotel vom Guck her. Aber, wie gesagt, interessant, aber schön weiß ich noch nicht. Es müssen wir wirklich erstmal das Endergebnis abwarten. Ich hoffe jetzt mal, ich backe nicht wieder irgendwie hier bei der Treppe fest, wenn ich so hoch renne. Man hat aber auf jeden Fall eine Aussicht, das hat man auf jeden Fall. Halt durch diese Gitter, ja, gibt Schlimmeres, aber trotzdem. Aber irgendwie hat man es halt lösen müssen, dass man auch in die einzelnen Container rein kann, das ist schon klar. Ich soll jetzt wieder ein paar Container verteilen. Nehmen die gute Abkürzung, es gibt ja keinen Fallschaden. So. Bevor wir wieder in der Treppe festbacken, machen wir es lieber so. Das wäre noch was, wenn man sich in einem Simulator, wo man Sachen aufbaut, verletzen könnte. So weit ist die Simulation, oder sind die Simulationen dann doch noch nicht. Da haben wir noch 3 Stück. Wir sind jetzt bei 81%. Gucken, ob es die letzte Lage jetzt ist, die wir da an Container legen oder ob wir da noch eine drauf machen müssen. Vielleicht müssen wir auch sogar nochmal betonieren, ich weiß ja nicht. Mich wundert es halt auch so ein bisschen, dass pro Containerlage eine Betonschicht draufkommt. Vielleicht wegen der Schalldämmung, aber... Ansonsten, Container kann man ja normalerweise übereinander stapeln. Ohne Betonschicht. Oder es ist halt optische Sache, dass man das deswegen gemacht hat. Dass man die Container immer farblich voneinander ein bisschen abgrenzt durch den grauen Beton. Aber eine Aussicht hat man, denke ich mal, eine richtig coole von da. Weil man hat ja diese große offene Scheibe hinten Richtung Meer. So Aussicht dadurch hat man richtig cool. Richtig cool. Ja, ich weiß, ich drehe die Container immer falsch hin. Ich drehe die halt immer so hin, dass ich die so schnell wie möglich einbauen kann, weil ihr seht ja selber, die drehen sich extrem langsam. Und da habe ich gerade irgendwie keine Lust drauf, die so langsam einmal rundherum zu drehen. Ja, es soll tatsächlich nochmal betonieren. Ich habe es fast gedacht. Tatsächlich nochmal betonieren, dann kommen noch eine Lage, denke ich mal, noch mit Containern drauf. Na gut, fahren wir nochmal die Fahrzeuge hin. Und danach können wir sie, denke ich, mal wegräumen.
So. Dann wäre ich fast startklar. Brauchen wir nur noch den Betonmischer. Den holen wir jetzt noch schnell. Die Stütze vorne hat so richtige Kopfanhauhöhe. Gerade gesehen. Aber man kann da auch nicht drunter durchlaufen. Was wir schon wieder an Geld verdient haben jetzt allein durch diesen Bau, ist schon der Wahnsinn. Also man hat in diesem Spiel wirklich null Geldprobleme. Null, überhaupt nicht. Vielleicht wenn man diese kleinen Aufträge macht, aber wenn man nur Kampagnenmissionen macht, man ist eigentlich so reich. Man ist so reich. Und sind wir mal ehrlich, die Fahrzeugmieten kosten ja eigentlich auch nichts. Also da verdient man so schnell eigentlich mehr Geld als diese Mietenkosten von den, Fahrzeugen. Man kann sich auch so schnell Fahrzeuge kaufen. Ich will gerade nochmal was nachschauen. Und zwar haben wir ja nicht Fuhrpark. Nein, auch nicht. Da, Fertigkeiten. Da will ich hin. 2 Punkte haben wir da. Beton haben wir schon komplett gelevelt. Guter Geschäftssinn. Ja, sparen wir noch ein bisschen mehr Geld. Können wir machen. Und dann können wir hier noch die Krangeschwindigkeit mal erhöhen. Also, haben wir das auch mal wieder erledigt. Das vergesse ich nämlich immer mal zwischendurch danach zu schauen. Ist mir gerade mal wieder eingefallen. Bin mal gespannt, wie genau wir jetzt diese Decke hier betonieren müssen. An sich schon eine coole Idee. Ich finde auch von der Rückseite mit den großen Scheiben an den Containern, sieht es gar nicht so schlecht aus. Ist schön bunt. Ist was anderes. Auch, dass es so schräg gebaut ist hier oben, finde ich eigentlich ganz cool. Ich finde halt diese schwarzen Gitter vor den Containern ein bisschen... Ja, nicht schäbig. Das sieht schon auch cool aus, aber irgendwie für ein Luxushotel, was wahrscheinlich das Containerhotel sein soll, oder ein Spezialhotel, ein Themenhotel. Ja, weiß ich nicht. Wir müssen es dann von vorne nochmal genauer angucken. Vielleicht sieht es ja auch gar nicht im Gesamtbild so komisch aus mit den schwarzen Gittern da vorne. Irgendwie hat man es halt lösen müssen, dass man von Container zu Container rein kann. Ist schon klar irgendwie. Irgendeine Lösung braucht man halt da. Ob das halt die beste war, ist eine andere Sache. Aber ist ja... Ich bin halt nicht der Bauplaner, ich bin nur der Ausführende. Am unschönsten fand ich aber immer noch den Rathausvorplatzausbau. Klar, an sich war der ganz cool, aber einfach, weil man das Rathaus nicht verschönert hat, war es halt einfach nur schäbig am Ende. Das Gesamtbild... Ein schöner Vorpark, aber das Gebäude einfach total schäbig noch. Das Gesamtbild einfach dadurch immer noch zerstört war. Also war nicht so hundertprozentig meins. Na gut, wir füllen jetzt noch einmal den Betonmischer auf. Aber es gab auch halt schon richtig schöne Projekte, muss man sagen. Ich fand auch die ganzen Parks, die wir gebaut haben. Auch bei den Burgfestspielen fand ich die ganzen einzelnen Sachen eigentlich ganz cool. Die Aussichtsplattform war so, naja... Ich vergessen, die Baumaschine anzuschalten, den Betonmischer anzuschalten. Tatsächlich. Tja, passiert mir doch ab und zu immer noch. Ja, bei den Burgfestspielen in der Europakampagne, da fand ich eigentlich die ganzen Parks ganz schön. Ich fand zwar diese Beton- oder diese Stahltribüne nicht ganz so hübsch, aber den Park fand ich ganz cool. Die Aussichtsplattform an sich war ja auch ganz cool, war halt ein bisschen merkwürdig, weil... Ich finde, die hat nicht so ganz ins Gesamtbild gepasst. Die Bühne war auch ganz okay. Ich finde, man hätte die ein oder andere Sache so ein bisschen mehr ans alte Flair von der Burg anpassen können. Aber das ist auch nur so eine Kleinigkeit, nenne ich es jetzt einfach mal. Die Tribüne, ja klar, hat auch nicht zeitlich so gut da reingepasst, aber war auch in Ordnung, weil davor war ja dann auch noch ein schöner Park quasi entstanden. Schöne Begrünung. War dadurch also auch schon okay. So, jetzt sollen wir ganz hoch gehen. Und sollen da auch noch ein paar Baumaterialien auspacken. So, da sind wir hier direkt bei der Treppe. Es wäre halt richtig cool, wenn man auch in seine fertig gebauten Gebäude dann am Ende rein könnte.
Würde ich auch total, total feiern. Aber das geht halt leider nicht. Jetzt während dem Bau kann man überall durchlaufen, ist gar kein Problem. Außer halt in die Container kann man nicht rein, das sind schon wieder Spezialobjekte. Ansonsten, ja, kann man ja die ganze Baustelle eigentlich betreten. Geht's da doch nochmal ein Stockwerk höher? Okay, da sollen anscheinend auch nochmal Container drauf, so wie es aussieht. Gucken, ob dann auch nochmal eine Betonschicht oben drauf kommt. Kann ich hier auch runterspringen? Ja. So. Ja, wir sollen wieder den Containerbereich räumen. Dann machen wir das natürlich. Betonmischen hatten wir aus. Ich glaube, ich mache gerade nochmal so ein Fotochen. Das habe ich in der letzten Folge auch wieder vergessen. Ein Fotochen machen, da haben wir unsere neue Betonpumpe schön drauf auf dem Bild und das ganze Containerhotel. Das sieht natürlich dann doch, wie gesagt, so finde ich es eigentlich ganz cool. Nur halt die Lösung mit diesem Stahl geht dann von vorne, aber wir werden uns das dann, wenn es komplett fertig ist, eh nochmal von vorne genau angucken. Vielleicht macht das Gesamtbild ja dann doch wieder perfekt. Ja, zurücksetzen, Fahrmodus. Stellen wir auch gerade einfach mal so hin wie den Betonmischer. Oh, sind doch nochmal einige Container, die jetzt platziert werden müssen. Sogar doppelt gestapelt. Die ganze Zeit mussten wir ja pro Stockwerk immer nur so 4 Stück platzieren. Jetzt sind es auf einmal 7 Stück insgesamt. Aber nee, in dem einen Stockwerk mussten wir auch, glaube ich, nur 3 platzieren. Jetzt sind es ein paar mehr. Aber durch diese ganzen bunten Container sieht es schon ganz cool aus, weil es halt so schön bunt ist. Es hat, bringt schön Farbe hier in die Landschaft rein. Darf nicht zu bunt sein, aber es sind nur 3 Farbtöne, da ist es schon voll in Ordnung. Ja, ich platziere es wieder falsch herum mit der Tür, da kann ich es auch einfach so hinklatschen. Aber wie gesagt, es dauert halt so extrem lange, bis man diese Container gedreht hat, diese großen Frachten. Oh, das war wieder ein bisschen aufgesetzt vorne. War nicht geplant. Aber es ist halt doch komplett was anderes geworden, als ich eigentlich gedacht hätte. Ich meine, ich habe da das Vorschaubild schon gesehen, aber ich habe da nicht so drauf geachtet, dass 2 Stockwerke unten quasi ziemlich zubetoniert sind und dann erst die Container anfangen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass man einfach wirklich auf das Fundament die ganzen Container draufstellt. Hochstapelt, Treppen irgendwie davor macht und fertig aus. Da sieht es doch schon so viel hübscher aus, muss man sagen. Hatte ich ein bisschen weniger erwartet. Aber, naja. Der Auftrag hat wenigstens so jetzt eine Riesenmenge Geld eingebracht. Das heißt, wir können uns dann wirklich auch einen Bagger kaufen. Einen Großbagger, einen kleinen haben wir ja schon. Wir können das Geld also direkt wieder investieren. Was ich ja total gerne mache eigentlich. Geld investieren hier. So. Ich klatsche jetzt einfach mal dahin, weil es ja die ganze Zeit das Gleiche ist. Ja, dauert immer ein bisschen, bis der Haken wieder ganz hoch ist und da oben die Fracht platziert ist, dann wieder runtergefahren ist. Dauert alles ein bisschen. Aber naja,
Wir haben ja keinen Zeitstress, habe ich ja gesagt. Wir machen die amerikanische Kampagne ein bisschen gechillter als die europäische. Da habe ich ja ganz schön Vollgas gegeben, dass wir da durchkommen. Amerikanische Kampagne machen wir ein bisschen ruhiger. Gehen wir ein bisschen ruhiger an. Haben wir ein bisschen länger was von den Bauten. Wobei, eigentlich sind wir ja noch genauso schnell wie vorher. Nur, dass ich jetzt die ein oder andere Fracht mit dem Kram ein bisschen ruhiger platziere. Ja, wenn ein bisschen mehr Zeit lasse beim Fahrzeuge umparken, um vielleicht mal zum einen oder anderen Ort selber hinfahre, wenn es nicht ganz so weit weg ist. Und lauter so Sachen. So. Gut, da wurde jetzt einfach ein Dach drauf gesetzt. Dann stehen diese zwei Säulen oder zwei Türme für den Aufzug, für die Treppe ein bisschen höher als die Container, aber. Achso, wir sollen nochmal einen liefern. Ich war gerade ein bisschen überfragt. Wir sollen nochmal einen Spezialteil liefern. Hab mich gerade gewundert, dass da kein Container ist. Wahrscheinlich hier. Spezialteil liefern, Container groß. Kann ja eigentlich nur da sein. Weil ich habe gerade keine Markierung. Die Markierung, die ich hatte, war bei uns aufs Firmengelände und das kann ja irgendwie nicht stimmen. Nein. Falsch. Wollte ich nicht. Ich wollte Schnellreise hinmachen. Nicht betreten. Gucken, ob jetzt hier irgendwo noch ein Container steht. Ja, da steht einer. Na gut. Ich hoffe mal, der lässt sich ein bisschen problemloser verladen als der Container davor. Ah, Hotelschriftzug, den werden wir wahrscheinlich dann noch aufstellen müssen. Aber für den Transport natürlich erstmal liegend. Aber interessante Idee. Aus so einem Container so ein Schriftzug zu machen. Den dann da hinzustellen. Dann sieht man natürlich gleich Containerhotel. Fällt jedem ins Auge. So. Denke mal, das ist jetzt der letzte Arbeitsschritt von dem Containerhotel. Dann haben wir den nächsten Auftrag tatsächlich schon abgeschlossen. Was hier immer los ist an der Straße? Ich muss mich da einfach reinzwängen, sonst kann ich nie fahren. Da ist einfach zu viel los. So. Sollten wir den noch eigentlich perfekt an den Kran anhängen können. Bin jetzt mal gespannt, wir sollen den jetzt da ablegen. Ich denke mal, der wird dann automatisch vom Spiel wahrscheinlich aufgestellt. Sonst hätte man den ja gleich quasi rumdrehen können. Ah, mal schauen. Uah, falsche Richtung. Wenn man vorne auf den Kran guckt, ist halt alles ein bisschen anders da von der Steuerung. So, ja. Nee, wir dürfen doch selber aufstellen, tatsächlich. Der Haken ist jetzt hier platziert. Heißt, der wird jetzt einmal hochkant gestellt und dann wahrscheinlich vorne irgendwo platziert. Oder obendrauf. Obendrauf wäre natürlich auch ein Blickfang. Okay, nee, da kommt anscheinend hinten dran. Wirklich? Okay. Ja, wobei, da führt da auch eine Straße vorbei. Ich hätte jetzt mehr gedacht, das zeigt Richtung Ort. Oder vorne dran, wo die ganzen Stahlgitter sind. Aber nee, kommt hier hinten dran. Aber gut, da fahren auch viele Autos wahrscheinlich dran vorbei. Und man sieht's vom Meer aus. So. Passt. Hat genau die Länge. Baustelle räumen. Alles klar, ich entferne mal unseren Kran hier. Demontieren. Und sprich mit dem Hafenmeister. Wo ist der Gute? Der ist da vorne.
Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, wie es ausschaut am Ende. Fast wieder den Schädel angehauen. Auch so typisch. Hallo. Weißt du, als junger Mann hatte ich es nicht immer leicht. Abgebrannt und ohne Perspektive bin ich damals am alten Hafen gestrandet und habe dort nachts zwischen den Containern gepennt. Ein alter Kapitän hat mich aufgelesen und mir meinen ersten Job als Schiffsjunge gegeben. Ja, so kam ich damals zur Seefahrt. Das waren noch raue Zeiten. Heute ist vieles einfacher und die jungen Leute können in den Containern schlafen statt davor. Ich wusste doch, dass man aus diesen alten Kisten noch etwas Praktisches machen kann. Und ich bin mir sicher, in der Saison ist die Bude voll. Die Vorzüge liegen ja auf der Hand, nicht wahr? Eine Top-Lage und trotzdem preiswert. Was will man mehr? Was will man mehr? Top-Lage, stimmt. Ja, komm, sieht schon cool aus. Ja, ist zwar viel Stahlgestell vorne, aber sieht so an sich eigentlich doch ganz cool aus, muss man schon sagen. Gerade die Rückseite finde ich richtig geil. Die sieht richtig Bombe aus durch die ganzen Farben, die einzelnen verschiedenen. Der Schriftzug da an der Seite, der so schön leuchtet. Die Palme davor, also sieht richtig, richtig schön eigentlich doch am Ende aus, muss man schon sagen. Okay, da ist auch nochmal ein Schriftzug. Aber so von der Rückseite finde ich das schon wirklich voll in Ordnung. Voll in Ordnung, auf jeden Fall. Oder? Ja, ich denke schon. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Gefällt mir so ganz gut. Ja, dann können wir theoretisch mit dem nächsten Auftrag durchstarten. Yachthafen, Arbeit mit Tiefgang. Die Wasserstraßen bieten vielfältige Nutzungsmöglichkeiten. Ein Yachthafen an einer der Seitenarme würde den Image der Hafenregion gut tun. Klingt interessant, habe ich Bock drauf, würde ich sagen, ja, starten wir einfach direkt. Wir machen erst gerade den Hafenmeister. Die ganzen Aufträge von dem. Ja. Dann können wir auch direkt dahin fahren. Ist bestimmt nicht so weit weg. Okay, ist hier drüben. Ja, was nehmen wir denn da für die Schnellreise? Habe ich nicht vorne irgendwas Cooles, was ich mitnehmen kann, die Straße ein bisschen frei machen kann? Ja, ich bleibe an so einer Lampe hängen, auch nicht schlecht. Ja, wir müssten theoretisch hier die Straße räumen, damit es nicht so viel Chaos hier gibt. Ja, komm, ich räume gerade einfach mal alle Fahrzeuge in die Halle. Lagern wir erstmal ein. Dann sind die weg, werden auch mal repariert, weil die haben ja doch alle ein bisschen Schaden genommen. Ah, nee, die habe ich ja gemietet. Ups. Die habe ich ja gemietet. Die Betonpumpe hatte ich doch nicht gekauft. Die hatte ich erstmal noch gemietet. Alles klar, wusste ich gerade nicht mehr. Das war alles in der Folge, die ich gelöscht habe. Weil kein Ton dabei war. Wusste ich gerade nicht mehr. So, da haben wir den Micha noch hier stehen. Muss ich noch einlagern. Genau, den können wir auch erstmal zurückgeben. Gehen wir auch zurück. Problem ist halt, ich muss die Aufgabe noch machen mit dem Tanken. Das muss ich vielleicht mal bei dem nächsten Auftrag dann anfangen, dass ich mit den Fahrzeugen wieder tanken gehe. Das werde ich aber wahrscheinlich außerhalb von der Aufnahme machen. Weil das hat man in der Europakampagne schon und es ist in der amerikanischen Kampagne wahrscheinlich kein Deut interessanter. Deswegen werde ich das dann alleine erledigen. So. Ja, Yachthafen, finde ich, hat ein bisschen nach wenig Arbeit geklungen, aber jetzt am Ende, wenn ich die ganze Baustelle hier schon wieder sehe. Was habe ich mir da angetan? Ist ja wie bei dem Hotel, da hatte ich eigentlich auch was viel Kleineres erwartet und am Ende jetzt, ja, nicht schlecht. Das Containerhotel kommt bei den jungen Leuten sehr gut an. Das Ein freut mich. wichtiger erster Schritt zur Wiederbelebung der Küstenregion. Aber es liegt noch viel Arbeit vor uns. Erfreulicherweise haben sich einige der wohlhabenden Familien vor Ort dazu bereit erklärt, uns beim Erhalt der Hafengebiete zu unterstützen. Doch nicht ganz ohne Hintergedanken. Das erste Projekt soll die Realisierung eines kleinen Privathafens sein. Du und dein Team müsst den alten Yachthafen um ein kleines Becken erweitern. Die Schwierigkeit besteht darin, die Wassermassen zurückzuhalten, während ihr gleichzeitig in einer recht tiefen Baugrube zugange seid.
Das wird ein Spektakel, das man sicher nicht alle Tage sieht. Klingt auf jeden Fall interessant. Wir werden mal gucken, wie es dann wirklich hier wird. Ja, Erdrampe anlegen. Ich sehe eigentlich schon eine Erdrampe, aber es soll natürlich noch tiefer weiter nach unten gehen. Ja, werden wir verdammt viele Erdarbeiten haben, gehe ich mal davon aus. Aber ich würde sagen, wir starten dann in der nächsten Folge richtig damit durch. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Würde mich mega freuen und mega unterstützen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.